Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin heute mit der Ulla unterwegs. Erstmal ein Respekt an die Ulla, sie hat mit 60 noch einen Motorradführerschein gemacht. Ist aber jetzt gefühlt anderthalb Jahre nicht gefahren. Ja, und jetzt versuchen wir das einfach mal heute in den Griff zu kriegen. Und wo wir gerade bei Fahranfängern sind, möchte ich nochmal auf eins hinweisen. Also die meisten Fahrschulen schulen ja einfach nur hier, fahrt Motorrad und seid glücklich, nur man lernt es nirgends richtig. Also die meisten Fahrschullehrer haben selber wohl keinen Motorradführerschein oder fahren selten oder wie auch immer. Man lernt da halt nicht richtig die Kurvenlinien, man lernt das Bremsen nicht richtig. Oft fällt mir auf, viele benutzen die Hinterradbremse. Ich weiß gar nicht, wozu man diese Hinterradbremse eigentlich braucht. Ich benutze sie so gut wie gar nicht. Gut, auf der Rennstrecke natürlich. Da braucht man auch mal die Hinterradbremse oder wenn es mal echt wirklich ganz, ganz eng wird. Ansonsten bremse ich nur mit der Vorderradbremse. Die Hinterradbremse hat eigentlich überhaupt keine Wirkung. Man wird recht langsamer. Im Zweifelsfall blockiert es hinten auch noch und man rutscht einfach. Aber eine Bremswirkung selber hat man da gar nicht. Also bitte, liebe Fahranfänger, tut mir alle einen Gefallen. Wenn ihr einen Führerschein habt, nehmt 200 Euro in die Hand und macht einfach mal ein Sicherheitstraining, speziell für Motorräder. Da wird euch dann nochmal die Kurvenlinie erklärt, die Bremstechnik, eigentlich alles, was man so braucht und ja. Auch wie ihr seht, ich bremse nur vorne. So, jetzt warten wir noch mal auf Ulla. Da kommt sie angetuckert. Ich winke sie mal vorbei. So, da fährt sie. So, die Gefahrenbremsung klappt schon mal. So, und hier wollen wir jetzt mal ein bisschen üben. Fahren wir einfach mal in die hinterletzte Ecke hier. Hier werden schon wieder die Boote fertig gemacht. Aber bei diesem Wetter ja auch kein Wunder, ne? Da möchte man Moped fahren, wer kein Moped hat, möchte Boot fahren, wie auch immer, einfach raus das Wetter genießen. Und wir freuen uns hier einfach, dass wir da sind. Guck mal, hier ist ein guter Platz. Hier halten wir einfach gleich mal an. Und dann schauen wir mal. Das ist natürlich jetzt auch scheiße. So, hier werden wir einfach mal anhalten.